Ich bin jetzt mit der Viola Wenger und wir schauen jetzt mal ein bisschen zurück. Ja, wie ist so das Fazit vom World Food Festival? Also wir haben ja mittlerweile den 16. Einsatz ist hier in Brieg. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben dieses Jahr leider ein paar Events gehabt, die ein bisschen verregnet worden sind. Dadurch hat es leuttechnisch nicht immer so viele Leute gehabt, aber prinzipiell sind wir sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und haben ja die schönen Wochenende sehr genossen und gute Besucher gehabt und immer sehr zufriedene Besucher gehabt. Jetzt gestern Abend war es ziemlich so ein Ansturm. Hat man mit dem hier gerechnet? Letztes Jahr waren wir ja auch schon in Brieg und auch letztes Jahr ist das World Food Festival sehr gut gelaufen. Aus diesem Grund waren wir auf das vorbereitet und würde ich sagen, haben wir das auch ganz gut abfedern. Ja. Jetzt für 17 Franken gibt es den Probierpass. Könnt ihr mal das so ein bisschen erklären und wie ist das gelaufen? Genau, der Probierpass kostet 17 Franken, hat ein Guthaben von 21 Franken drauf. Und die Idee dahinter ist, dass die Leute an verschiedenen Ständen verschiedene Portionen können probieren können. Mit diesem Probierpass kann man 3 Portionen probieren, für je 7 Franken. Dann kommt man auf die 21 Franken. Aber prinzipiell könnte man auch einfach jedes Menü, das einem gerade gelustet, mit dem kaufen. Jetzt heute Samstag, man sieht noch im Hintergrund, da sind noch Schupolito. Wie ist der Samstag gelaufen? Der Samstag war super, das Wetter hat super mitgespielt, wir konnten am Mittag sehr viel verkaufen und waren sehr zufrieden. Jetzt, welche Gerichte waren denn so beliebt hier in Brieg? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, also gestern Abend und heute am Mittag haben wir wirklich bei jedem Stand fast eine Durchschlange gehabt. Durch das Fazit würde ich sagen, jeder Stand hat sehr gut verkaufen und die Gerichte sind sehr gut angekommen. Wie hast du die Stimmung über die 2 Tage wahrgenommen von den Leuten? Die Leute waren sehr aufgeschlossen, sehr locker, sicher auch sehr trinkfreudig hier im Wallis, was immer sehr cool ist, auch für unsere Bars. Es ist sehr viel gelaufen, aber die Leute waren sehr zufrieden, würde ich sagen. Jetzt hier habt ihr euren Stand, hast du es gerade angesprochen. Sind die Leute euch Rückmeldungen gegeben? Wieso war es? Genau, wir haben 2 Bars, die von uns betrieben werden. Die Rückmeldungen, die wir hier bekommen haben, waren sehr positiv. Die Leute haben auch viel gefragt, wie kann man das machen. Das war super. Dort haben wir sehr viel Spass gehabt. Gestern haben wir noch einen Live-DJ am Abend. Heute am Mittag ist eine Band gekommen. Das ist alles sehr gut bei den Leuten angekommen. Heute am Abend wird die Band übrigens auch noch mal ein Ständchen spielen. Jetzt, wie sieht es bei dir selbst aus? Bist du auch unterwegs für die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit zu probieren? Ja, klar. Also ich selber ernähre mich vegetarisch, aber alles, was vegetarisch ist auf diesem Platz, habe ich auch etwas schon probiert. Ich bin auch immer ein bisschen mehr am Durchprobieren, weil es so spannend ist, was wir da alles anzubieten haben und dass man den Leuten sagen kann, was gut ist und was nicht.